Hallöchen und willkommen zu Plants vs. Zombies Garden Warfare 2 mit dem wunderhübschesten Team an Blumen, die ihr je gesehen habt. Wir hätten zum einen diese wunderhübsche Tischdekoration namens Tinker Leo. Hallöchen. Hallöchen. Und diese wunderhübsche Tischdekoration namens Julia. Hallo. Und ich sehe aus wie ein pinker Stein. Hast du gut beschrieben, ja. Ja, und ich bin ein bisschen krank, das hört man vielleicht schon. Aber wir haben gedacht, wir setzen uns mal zu dritt zusammen. Tinker und ich, wir sind eher so auf der Noob-Seite hier in dem Spiel. Total. Du an meinem Lolli-Lottchen. Nein, danke. Das ist echt... Also, ich finde, zu deinem pinken Outfit würde das sehr gut passen, wenn du an ihrem Lolli lutschen möchtest. Yay. Ja, Yay. Genau, jedenfalls, wir haben gedacht, zum Einspielen machen wir mal so eine kleine Koop-Mission. Und so weiter und so fort. Julia ist schon ein bisschen bewanderter. Wenn man Tab drückt, kann ich sehen, du bist auf Stufe 16 und wir sind auf Stufe 1 bzw. 2. Falls das die Stufen sind. Sind das Stufen? Punktzahl. Ja, nee. Nee. Hä? Ganz links, neben dem Abzeichen Dingsbums. Oder neben dem Namen links. Genau, richtig. Okay, gut. Ihr könnt das heißt, im Übrigen jetzt Missionen annehmen, wenn ihr welche mitnehmen wollt. Ja. Was? Missionen? Ja. Gucken wir doch mal rein. Was sind denn Missionen? Mal reingucken. Gartenkommando im Frostbächel. 15 Soldaten. Kann ich die einfach annehmen? Oder? Ja. Dann nehme ich mal einfach alle an, weil... Passt schon. Ich nehme jetzt auch mal welche an, die ich da jetzt benutzen kann für... Ich kann offensichtlich nur ein paar annehmen, also... Yep. Okay, aber ich kann ja auch wieder rausnehmen dann, oder? Ja. Ja, okay. Nur der Fortschritt geht halt verloren. Ja, das macht auf ja dem Multiplayer gibt es auch nochmal andere, sehe ich gerade da oben. Was? Ja. Was da oben? Pflanzen, Zombies und Multiplayer. Ah, oh, okay. Und da gibt es halt jeden Tag neue Missionen. Wenn ich die abbreche, sind die gelöscht oder sind die... Das ist für die Münzen und so. Okay, cool. Genau, und ihr bekommt so Sterne, weil es gibt so ein paar Stellen im Garten, wo man so Gerümpel wegräumen kann. Und es gibt dann später auch in dem Modus, den wir jetzt dann spielen, so Bonusgärten. Aber die müssen nicht da sein, die können da sein. Aber um die zu starten, muss man auch einen Stern bezahlen, den man halt durch die Missionen bekommt. Da kriegst du halt mehr Gold durch den Garten, weil nach jeder Runde Gold aus dem Garten rausploppt. Also für die, die das Spiel überhaupt nicht kennen, Pflanzen gegen Zombies hat ja als Mobile-Spiel angefangen. Oh ja. So Tower-Defense-mäßig. Und das ist quasi der Ego-Shooter davon. Genau. Es gab einen ersten Teil, der war nicht so geil. Und der zweite Teil... ist wirklich richtig geil. Das muss sogar ich als EA-Hasser, als Origin-Hasser sagen, dass der zweite Teil richtig viel Spaß macht. Auch wenn ich jetzt noch nicht so, also nicht so gut bin und so weiter. Ich kann es ein Anreiz auch für Singleplayer-Spieler mittlerweile gibt. Das finde ich ganz gut, weil der Multiplayer gegen Echtspieler ist doch ein bisschen nervig, zumal natürlich da Leute drin sind, die halt einfach weitaus besser sind. Ich bin beispielsweise eigentlich ein totaler Noob, was das Grauenhaft. Angeht. Ich hasse Multiplayer, wo es Spiele gibt, die besser sind. das sollte verboten werden. Ja. Das Spiel ist halt pflanzentechnisch und zombies technisch null gebalanced. Das ist überhaupt nicht gebalanced, ja. Lass mal, kann ich für alle annehmen? Ja. Oder? Okay, also was genau muss ich hier machen? Multiplayer-Spiel erstellen? Genau. Karte zufällig, Schwierigkeit einfach, Berechtigung nur Freunde. Genau. Das klingt gut. Könnten andere Leute noch beitreten. Andere Menschen. Müssen wir da jetzt auch rein. Ach, ich glaube, ihr müsst da jetzt auch hin, ja. Bereit! Geht's dann einfach los, wenn ihr Tinker jetzt sagt bereit, oder? Ja. Oh ja. Dann geht der Timer oben rechts runter. Okay, ich wäre ja dafür, wir hätten sofort den heftigsten Schwierigkeitsgrad. um richtig reinzukommen. Natürlich. Ja, manchmal ist das tatsächlich gar nicht so blöd. Ich glaube, ich bin jetzt eine Heilerblume, ne? Ja, richtig. Ich glaube, wir können das eh nochmal wechseln dann, ne? Ja. Nein. Echt nicht? Nee, nicht das. Okay, muss ich so. Doch, also ich bin gerade im Spiel, noch wo ich aussuchen kann, ja. Willst du wirklich auf Hard? Oh, ich bin rausgeflogen. Was? Du bist rausgeflogen. Hier steht... Sie sind wieder im Hinterhof. What? Bin ich noch Bist bei du jetzt euch? Nicht in meinem Hinterhof. Das ist gruselig. Also. Ja. Also ich kann jetzt meinen Kaktus auswählen und dann bin ich in der Mission. Aber du müsstest normalerweise über Shift F1 beitreten können. Also ja, genau, wir warten mal hier auf dich. So, dann gucke ich da dann nochmal rein. Gerade eben noch so, ja, das Spiel ist voll gut, wirklich voll gut und jetzt geht überhaupt nichts mehr. Naja, den einen oder anderen Absturz hatte ich leider auch schon. Das ist aber tatsächlich normal. Es ist deutlich weniger schlimm, als was du normalerweise bei EA-Spielen hast. Dieses Microtransaction überall und. Ja, aber ich meine, das Spiel war teuer, aber
Es ist fertig. Also. Hallo. Oh, guck mal, wer da ist. Jetzt hat's funktioniert. Ah, du hast doch keine Heilblume genommen. Nee, ich war dann unsicher. So. Ich dachte, ich will erstmal schön mit draufhauen. Ja, ja, das ist so der Rambo irgendwie. Unter denen. Der guckt auch schon so. Der hat so witzige Arschbacken. Oh, das sehe ich gar nicht. Kann ich rauszoomen? Verdammt. Nee, man kann leider nicht rauszoomen. Da muss ich bei euch gucken, wie man hinten ausgesehen hat. Ja. So, was machen wir jetzt? Die kommen jetzt da jetzt. Entscheiden, ob wir Garten A, B oder C nehmen wollen. Da die alle ganz normal grün sind, sind es normale Gärten. Also im Bonusgarten haben wir jetzt keinen dabei. Okay, wir nehmen C, habe ich gerade beschlossen. Okay, okay. Freund, wie du mit deinem Hintern wackelst, ist aber auch zuckersüß. Ich? Ja. 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 Seht ihr, hier habt ihr es zuerst gehört. Ich habe einen großartigen Hintern. Ja. Vor allen Dingen als pinker Stein. Mhm. Das erstmal hinkriegen hier. Ich habe festgestellt, die Charaktere hier sind manchmal ein bisschen langsam. Ja. Aber auch nicht alle irgendwie. Du musst einen Erbsentutor spielen, der hat als Fähigkeit so einen Speed-Bonus. Ja, das habe ich schon gesehen. So, wir müssen jetzt quasi hier die Pflanzen ziehen und Sachen machen, ne? Die Pflanzen ziehen, das hilft uns halt, wenn wir da welche hinpacken, die ein bisschen Schaden machen. Okay. Und wenn wir es schaffen, dass gar keine Pommes im Garten kommen in der Runde, die gar nicht den angreifen, dann kriegt man, glaube ich, noch so einen kleinen Bonus dazu. Hm. Wenn der Garten Ich verteile einfach mal halbwegs random irgendwelche Pflanzen. Ja, ich auch. Und wir sehen ja dann, glaube ich, erst, wenn die Welle losgeht, von wo die überhaupt kommen, ne? Genau. Okay, es ist quasi Tower. Bisschen wie, damals gab es so ein Spiel, das hieß Septim. Das war auch so Tower Defense als Ego-Shooter. Und das ist so ein bisschen so. Ich mag das, wie sich das anhört, wenn man eine Pflanze pflanzen, die dann spawnen und dann so lustige Geräusche macht. Oh. Ja, die Zombies von der Seite, die ich verteidigt habe. Oh, wenn die lila Dinger hüpfen. Es ist halt nur schade, dass das Spiel bei Hosen bei mir relativ leise ist, weil wir halt irgendwie. Wir haben da irgendwie so ein Problem mit dem Spiel. Ja, das ist, weiß ich auch nicht. Uiuiui, die kommen aber schnell. Ja. Ja, oh. Können wir uns gegenseitig abschießen? Also muss ich aufpassen? Gott sei Dank. Das, wollen wir auch was sagen. Aber wir können uns gegenseitig im Weg rumstehen. Weil, definitiv, das geht. Ja. Okay. Wo sind die Zombies? Irgendwo da hinten. Ich auch am Anfang geht's doch recht langsam. Ja, nein, ich meine. Level 3. Von hier kamen welche und dann sind die weggegangen. Welle 1. Oh, da vorne sind wieder welche. Oh, okay. Oh ja, ich sehe es. Oh, der Kaktus macht Spaß. Der ist so irgendwie der Fernkämpfer, Sniper, so ein bisschen. Ja, definitiv. Tinker hat den Rambo und Julia hat irgendwie, weiß ich nicht, die. Ja, passt auf, wenn jetzt hier welche kommen. Pass auf, wenn hier jetzt die Zombies kommen. Dann zeige ich euch was. Das ist voll cool bei der Pflanze. Also, ich weiß, dass sie die. Ich weiß ungefähr, was die Rose kann. Also. Von daher. Kommen die denn raus? Ich sehe es auch noch nicht. Und hier? Nee. Hier hinten. Wo? Ah, da von dem Schrotter. Oh, war gar keiner. Wollte ich den Ziege fixieren. Oh. Ah, die Ziege! Ja, genau. Ich find's geil, wie hier alles ein Gesicht hat und dumm guckt. Also. Oh, wer hat denn den Drachenpflanzentopf gemacht? Der ist ja putzig. Ja, das Drachenmäulchen ist voll cool. Oh, die kommen gerade von hinten rein, ja. Oh ja. Ziegifizier ein! Ja, ich muss aufladen. Ich habe nämlich versehentlich einen zertifiziert, obwohl der schon. Oh, hier kommen welche, die schießen können. Ja, klar. Die wehren sich auch. Ja, hatte ich bis jetzt noch nicht. Die sollen sich bitte nicht wehren. Das wird noch weitaus lustiger. Aber Regel Nummer 1, wenn oben so eine Art Slot-Machine kommt, müssen wir Dr. Zombos, unserem Widersacher, immer sagen, dass wir kein Gold und vor allem gar keine Diamanten wollen. Das ist ganz wichtig. Okay. Ja, immer sagen, Dr. Zombos, nein, wir wollen kein Gold. Was aber passiert, wenn ich Ja sag? Nein, wir wollen, nein, wollen wir nicht. Weißt du, mit wollen wir nicht? Umgekehrt den der Yeti? Psychologie. Ja, genau. Also am besten suchen jetzt zwei den Yeti und einer verteilt den Garten oder so. Ein Yeti suchen. Wo ist er denn? Ach, da hinten. Ich würde bei Reinhold Messner fragen. Muss ich den erschießen, den Yeti? Ja, das ist ein Schatz-Yeti. Der lässt also auch Gold fallen. Müsste ein Schatz-Yeti sein. Oh Gott, ist der schnell. Wo sind denn die ganzen Zombies? Oh, hier unten. Oh, Kacke, hier kommen irgendwie kleine eingewickelte Baby-Zombies rein. Huch. What the F? Na, oh, der hat mich vereist. Eingefrustet. Ja, der hat uns alle vereist. Ja, der lässt Münzen sammeln. Also bei Hose, bei dir müsst ihr jetzt lauter Münzen reinprasseln. Ja, ich merk's, ja. Wo ist er hin? Zombies. Der ist echt schnell. Ist der schnell.
Da und kommen so ja ganz kleine Baby-Zombies hier rein. Ja, das sind Nichte. Oh, Baby-Zombies. Die sind aber richtig, die sind mega schnell. Ja. Und mega fies. Scheiß schnell. Identifizieren, was bei ihm nicht geht. Special Mob und so. Wir sind aufpassen in meinem Leben hier, merke ich gerade. Ich dachte so easy, easy, aber so easy, easy ist es gar nicht. Ja, hier war, okay, ich glaube, ich hab gut verteidigt. Aber. Sehr schön. Haben wir hier durch? Nein. So. Komm zurück. Eile. Hallo. Hallo. Hey. Ich schieße euch den Weg. Auch Spezialwelle Champions. Da müssen wir Champion töten. Genau, die geben auch Gold. Jetzt kommen die richtig Bösen. Digifiziert! Muhahaha. Au! Oh wow, der hat ja richtig. Au. Irgendwo da hinten schießt und ich sehe aber gar nicht wo. Na komm, stirb! Auftrag erfüllt, Kakteenkloppe, yeah! Was soll man das jetzt genau? Oh, hier ist ja richtig. Oh, das sind viele Gems. Sterbi! Oh, hinten bei mir sind ja gar keine mehr. Ups, ich komme jetzt mal hin. Huch, die kommen dann irgendwelchen Fässern. Oh Gott. Da kommen aber von hinten auch welche. Jungfrauen würden zigifizieren. Oh, what? Die kommen hier durch. Wow. Das sind böse, dicke Zombies. Wow, sind das viele. Wo ist der männliche Retter, wenn man ihn mal braucht? Der schießt gegen seine eigenen Barrikaden, der Pfosten. GZ? Ja, oh, das ist Gold hier. Yeah, perfekte damit rein. Welle. Nein. Oh, jetzt schieße ich auf dich. Kein Ding, das ist auch okay. Damit ich gebe es nicht gerne Gold zu, aber ein bisschen stehe ich drauf. Was? Beschossen zu werden. Ich schieße ja nur mit Mais, ich mag Mais. Ach so, nicht von mir, ach so. Oh, jetzt kommt der Zomboss-Spielautomat. Das war das, wo du meintest, wir wollen nichts. Auf gar keinen Nein sagen. Wir wollen keine Dias, definitiv nicht. Nein, voll scheiße. Wir wollen keins. Wir wollen keins. Ganz sicher nicht. Also ich drück jetzt einfach nix. Also. Ja, ich weiß auch nicht, was kann ich machen. Ja, aber muss ich was sagen. Jetzt hab ich das. Nee, wollen wir nicht. Ist voll dämlich und so. Eben, voll bescheuert. Ach so. Diesmal hat's, glaube ich, nicht geklappt. Was? Einmal haben wir Geld bekommen. Nur immerhin, ne? Und sogar einmal, dreimal, also viermal quasi. Bosswelle. Wo kommen die? Das ist wieder der Yeti, oder? Der anderem, ja. Jackpot-Welle. Der ist da unten, ja. Oh, der hat gar keine Münzen dabei dieses Mal. Oh. Ich komm gar nicht raus zu uns. Zuvor schon gegangen. Okay. Du kommst gar nicht raus zu uns. Ja, ich war zu dumm. Alles gut. War nur zu dumm. Alles gut. Okay. Ich bin Fernkämpfer. So eine Ziege könnte ich jetzt auch brauchen. Ich werde hier mit irgendwas beschmissen. Ich hab mich eingefroren. Geh von unserem Garten weg. Lass ihn in Ruhe. Ja, echt mal. Hör auf, unser armer Garten. Ich hab die Raten für den Strebergarten hier abgeschlossen. Ja, das war's. Ein Pirat. Wenig Überblick. Oh, ich hab den Pirat. Total! Ja, der Überblick ist echt hart. Also die Effekte sind hier schon krass. Aber es sieht so gut aus. Definitiv. Haben sie schön hinbekommen. Shit, musst du nachladen. Okay, der ist tot. Der Rest, warte, hinten. Wo sind noch welche? Da! Oh. Komm her, du Zombie. Der geht mit dir. Da hinten ist ein Fass. Oh shit, das hat wehgetan, das Fass. Aus unserem Garten, mir nicht so, aber. Da komm ich hier. Pass auf, stirb! Langsam. Okay, Boss wäre abgeschossen. Abgeschlossen. Abgeschossen. Abgeschossen auch. Ja. Nimm mal ein paar Barrikaden auf. Die Fähigkeiten finde ich noch schwer zu benutzen, aber ich mag ja total, ne? Der Kaktus schießt. Weil ich weiß noch ehrlich gesagt noch gar nicht so genau, wofür die Fähigkeiten oder in welcher Situation sind die wie gut. Naja, also du hast halt die Möglichkeit, die Barrikaden zu setzen und die Bäumchen zu setzen. Das ist ja eigentlich relativ selbsterklärend. Dann hast du die Möglichkeit, dich irgendwo relativ safe hinzustellen und in die Drohne zu wechseln. Wobei die Drohne verdammt schwer zu steuern ist. Da musst du wirklich die Maus... Das ging. Also aber, zu zielen ist schwer damit, finde ich. Ja, ich setze die halt einfach immer irgendwo hin, diese Barrikaden, wo ich denke, dass sie vielleicht gerade Sinn machen. Ja. Problem ist dann, dass ich manchmal in die Barrikade schieße. In meine eigene. Oh. Bei der anderen Pflanze. Oh, da ist einer hinter uns. Wow!
Manchmal sieht man gar nicht, wenn die durchkommen, dann steht sie plötzlich vor und du denkst, wo kommst du denn her? Ja. Oh, die kommen hier durch so ein Portal. What? Oh nein, die kommen auch einfach von der Seite. Signifiziert! Die Ziege ist so geil. Ja. Liebe die. Ja, das ist unsere Blume. Manchmal, wenn es schon schießt, weiß man auch gar nicht, schießt da einer von uns gerade hinten raus? Ja. Sind das die anderen? Oh, ich glaube, ich habe deine Barrikade abgeschossen. Ja, es geht eigentlich dann. Ich krieg da eine neue, die ich setzen kann. Das ist wieder die Tigerblume. Ich möchte auch so eine Drachenblume haben. Ich glaube, ja, du kannst auch so Booster. Kannst du die Packs kaufen, genau. Hm. Diese Packs, die ganz billigen, das sind nur solche Einmalhilfen drin. Und ansonsten zwischendurch kriegst du die auch in den größeren Packs. Die ist so niedlich. Ja, das Coole an diesen Packs an sich ist, dass es keine Mikrotransaktionen gibt, sondern es ist alles ja, so, wie es halt ist, ne? So, wie es halt ist. Ja, also du kaufst dir mit Ingame-Currency, die nicht mal schwer ist zu bekommen, was ich sehr gut finde. Hallo? Hallo? Oh, hi! Ui. Hi. Oh, da kommt irgend so ein Wissenschaftler? Wenn denen dann der Kopf abfällt. Sieht witzig aus. Bei Maiskolben kenne ich die Fertigkeiten leider nicht. Bock. Ist es irgendwie so ein super Springen, ein super Maiskolben? Genau, ein Butter irgendwie. Mach hier mal die Butter. Hoff, dass sie ausrutschen oder so. Oh Gott, hier kommt so ein super. Oh Gott. Okay. Hey! Hallo! Ich sehe nichts mehr. Das ist wirklich. Oh, die haben unseren Topf kaputt gemacht, die Saftsäcke. Was? Saftsack-Zombies. Wow, was ist das denn für ein Superman-Zombie-Dingens? Das ist der Nahkämpfer von den Zombies, so wie ich das mitgekriegt habe. Der mit dem Superman-Outfit? Ja. Oh, der ist down. Yeah! Geht das endlos so weiter oder? Nein, oder? Nein, nein, es gibt ein Ende. Ich glaube, 10 Wellen sind es oder so. Pflanzen uns hier mal was Neues. Ja, ich wollte auch gerade sagen, ab und zu was Neues pflanzen hier. Boah, ist das leise! Oh Mann, ey, warum? Ja. Improvisierte Rüstung. Kein Schaden am Garten. Na dann. Gucken, ob wir das hinbekommen. We can do it. Wo sind sie? Also aus dem Portal müssten welche kommen. Oh, ich habe hier hinten schon wieder welche, da wo eben auch schon welche waren. Bleib mal hier beim Garten stehen, damit hoffentlich nichts durchkommt. Ja, das ist keine schlechte Idee, aber da kommen jetzt schon welche an mir vorbei, weil ich nicht so oft schießen kann. Ah. Oh wow, diese Maulwurfsfallen, Kartoffeldinger, die ich legen kann. Ne? Wow, die sind so übel. Leider. Hier bei mir ist auch nicht so einfach. Ja, wir sind aber auch nur zu dritt. Ein Vierter gibt das doch teilweise schon immens mehr. Die haben dann so süße Herzchenunterwäsche an. Hier ist ein Zombie im Sarg. Ja. Nach Nadeln. Okay, hab ihn, glaube ich. Signifiziert. Mit dich hat unsere Pflanze da vorne noch. Stirb! Alle sterben. Oh, oh, oh. Das ist schon echt niedlich, das Spiel. Ja, Garten ist aber auch fies gewesen, dass da halt direkt ein Portal neben dem Garten ist. Das macht schon ziemlich gemein. Nee, ich habe den absichtlich so ausgesucht, weil wir ja keine Loser sind. Wir wollten doch einen schwierigen Schwierigkeitsgrad. Ja, echt mal. Sag Zombie! Damage, Sag Zombie Damage. Gewesen. Nice. Ich habe bis jetzt die Drohne noch nie benutzt, weil ich glaube, da wir nur zu dritt sind, ist es schwer. Hier wirklich eine Drohne brauchbar zu benutzen. Ah, ich finde sie auch nicht so geil, um ehrlich zu sein. So. Okay, diesmal kommen sie von der anderen Seite. Kommt ran hier. Oh, da kommt einiges Größeres. Ja. Oh, ich habe keine Maulwurf. Doch, ich habe eine Maulwurf. Digga, fixiert. Verdammt! Hier ist einer durchgekommen und der hat die Maulwurf. Mine für uns alle. Quasi. Schießt der Rugby-Spieler mit kleinen Rugbys? Weiß es nicht. Hab ich noch nicht so drauf geachtet. Gefühlt fliegt hier auch so viel. Ja, das ist echt. Also nicht nur gefühlt, hier fliegt echt viel. Und der ist nackt, nur mit einem Becher auf dem Kopf. Eimer. Becher, ist ja fast das gleiche. Und da kommt wieder so ein Rugby-Spieler. Ja, guck mal, das ist so eine Rugby-Kanone, oder? Oh, der Dicke da.
Ja, bitte. Oh mein Gott. Huch. Level 3. Geil. Das war knapp. Oh, ich verwende die ganze Zeit meine XP-Bar mit meinem Leben. Ja, ich denke die ganze Zeit, ich habe ja noch Leben. Da ist noch genug da, da ist genug da. Oh, unser Garten wird angegriffen. Oh, ich wollte gerade sagen, unser Garten verliert Gesundheit. Was ist da los? What? Oh. Ups. Ja, wir sind doch Team. Da hat unser Drachenmäulchen nicht genug Damage gemacht. Nee. Drachenmäulchen ist tot. Sie haben es getötet. Hier kommt gerade ein Dicker. Unsere Rache wird so fürchterlich sein. Nice. Sehr schön. Ja. Oh, Welle überstanden. Okay, cool. Ja. Oder ich weiß gar nicht, wie viele Wellen sind es. Ob es 10 sind oder ob es mehr sind. Keine Ahnung. Ich befürchte, wir werden das merken. Also, ja. Der will uns jetzt wieder wahrscheinlich dieses dämliche, ekelhafte Gold geben. Nee, das will keiner. Keiner braucht sowas. Ja, also Gold Pfui. Ist schau dir das an. Nee, nee, wollen wir nicht. Oh, come on. Jetzt lass es nicht. Jetzt, ja, also komm. Ekelhaft. Ach, ja. Jackpot-Welle ist aber auch echt schon... Fies. Echt grauenhaft. Jetzt dreimal den Yeti, come on. Gib uns noch mehr Yetis. No, ich hab wieder Gold. Gold ist ja grauenhaft. Boss-Welle. Okay. Von wo? Jackpot-Welle. Also wir dürfen wieder jede Menge Viecher töten, für die wir überall was bekommen. Schön. Hallo? Ja. Oh, ich wollte gerade Ticker abschießen. Das, ja, ja. Wo sind? Da sind sie. Da kommen sie endlich. Oh, Level 4. Oh, Jesus. Oh, puh. Wo? Großes, dickes Ding. Ja, bitte? Hier, so ein grünes. Butter, nimm die Butter. Oh. Wow, 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 wow. Ich kann auch fliegen, wenn ich es nicht möchte. Wow, sogar meine... meine. Ach, da hinten nimmt uns auch noch jede Menge Zeugs. Oh mein Gott. Ja, ja, jetzt alles voll. Alles ist gut. Komm, lass sie noch einen Schritt vorwärts machen lassen. Ne? Boah, du da hinten. Oh, ich bin nicht getroffen. Ich konnte keine Ziele machen. Yes. Weg. So, jetzt die kleben noch alle. Ja, die sind weg. Da hinten kommen wieder welche. Kommt neue! Great! Tötet sie! Tötet sie! Aber die kommen hier aus dem Ding raus. Ja, aus dem Porter. Ja, ich hab nochmal so ein Schild da vorgestellt. Da kommen direkt von vorne welche! Irgendwann schießt mich ab, ich hab kaum mehr Leben. Der Yeti kommt hier rein. Von hinten links. Wisst ihr was? Es kann sein, dass wir mich gleich wiederbeleben müssen. Yeti, Yeti. Wisst ihr, was ultra fett wäre? Was denn? Wenn man das Ding mit den Virtual Reality Brillen spielen könnte, du stehst in deinem Garten und musst die Zombies weghauen. Das wäre eklig. Das, würde vor allen Dingen von außen saudämlich aussehen. Ziemlich eklig, ja. Aber überleg mal, die Zombies kommen von links und von rechts und du musst dich drehen und dann nochmal darum und darum und darum. Voll geil. Ja. Ich hätte vor allem ständig Angst vor den ollen Zombies. Nein! Oh. Wow. Sehr gut. Bist voll Pro. Wow, nochmal extra gut. Hallo. Aber unser Garten hat ein bisschen Schaden bekommen. Ja, gut, aber... Wir haben nicht gedüngt, Wir haben kein Antipestizid benutzt. Also wie bist du da hochgekommen? Ich möchte auch da hoch. Was? Landezone? Hier kannst du eigentlich... Also ich kann... Du kannst es. Müssen wir jetzt zurück? Also müssen wir jetzt da durchlaufen? Ja, jetzt müssen wir einen Weg rausfinden. Okay. Puh. Also der Garten kann uns jetzt egal sein. Wir dürfen nicht verrecken. Ja, wir müssen nur durchkommen. Okay. Oh shit! Wo ist die Zone? Wo wissen wir, wo wir hin müssen? Ah, da lang. Genau. Auf der Karte hast du jetzt so einen, den fliegenden Truck-Dings. Hinterlass Banditen hinter uns. Ah, ich muss unbedingt ein paar Pflanzenpacks ziehen, um vielleicht die eine oder andere Heilpflanze zu holen. Gleich ganz praktisch. Ah, der Zombie steht mir im Weg. Wir beschützen dich! Ja, alles gut, alles wir gut. Beschützen unseren kleinen rosa Stein. Das Nachladen mit dem Kaktus ist echt heftig. Und an der Frontlinie ist es definitiv, glaube ich, nicht so geil. Das dauert schon echt lange. Ja, also wenn wir das nächste Mal Koop machen, dann bin ich hier die Tomate oder sowas. Die Tomate. Sagt das habe ich immer? Ich kann nichts sehen. Ich habe das Gefühl, das sagt er immer. Weiß ich nicht. Das ist tatsächlich, ob du es glaubst oder nicht, mein erstes Pflanzen gegen Zombies spiel. Glaubst du, ja? Ich hab nicht mal das mobile gespielt oder so. Trotzdem hast du weitaus. Boah, hatte ich 69? Hatte ich wirklich. Oh yeah. Hihi.
Kühlschranktür. Episch. Ich frag nicht, warum das Ding fliegt, okay? Münzen gesammelt. Alter, das gibt deutlich mehr Münzen als so eine blöde Singleplayer-Mission. Ja. Ja, also die Münzen sind schon krass, was du bekommst. Also da kann sich keiner beschweren, dass man sie nicht regelmäßig die Päckchen kaufen kann, ja. Ja. Wobei man da natürlich immer warten muss, damit man. Ich hatte 69 Abschüsse. Hattest du? Ich hatte 102. Wie habe ich denn das gemacht? Ich hab das Gefühl, ich habe nichts getroffen. Ich hatte das 50. So, lass mal zurück zum Hinterhof. Ja. Das ist so für mich ist das wieder der Overwatch-Effekt von wegen so war es doch gut. Ich so, was? Du warst gut, hör ich? Wieso? Ich bin der Trottel, der seine Brille zu Hause vergisst und dann, während er blind übers Schlachtfeld läuft, aus Versehen Leute abschießt. Ja? Aus Versehen. Ja, das bin ich. Sehr gut. So, ja, dann würde ich fast sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Zu einer Koop-Mission, zu einer Multiplayer-Mission oder was weiß ich was oder so. Genau. Auf jeden Fall. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.